So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ich habe keine Ahnung, ob es eine gute Idee ist, kurz nach dem Aufstehen Zelda aufzunehmen, aber versuchen wir es mal. Ja, also wir haben hier ja noch ein so ein Ding. Runde 3 dürfte das sein. Letzte Runde, ja. Also dafür gibt es keinen Herzcontainer mehr. Ich weiß nicht, was es dafür gibt, aber wir machen es trotzdem, weil ich ja gesagt habe, ich mache nach Möglichkeit alles. Ja. Ich habe schon überlegt, ob man das irgendwie verkürzen kann. Das wird nämlich jetzt wahrscheinlich eine Weile dauern, weil das ziemlich schwer sein dürfte. Aber leider ist das Problem einfach. Im Grunde, ja, ich könnte jetzt das irgendwie ganz also aufnehmen und dann irgendwie ganz schnell durchlaufen lassen. Aber das Problem wäre, dann müsste ich das nachkommentieren und das wäre, ich weiß nicht, solche Puzzle-Rätsel nachzukommentieren ist Bullshit. Und wenn ich einfach einen Teil rausschneide, könntet ihr nicht nachvollziehen, wie ich das gemacht habe. Das heißt, ich kann es im Grunde schlecht abkürzen. Und ja, jetzt müsst ihr, weiß nicht, entweder guckt ihr es euch an und wenn ihr absolut keinen Bock habt, euch das anzugucken, dann ja, dann überspringt ihr den Part oder die Parts. Okay. Ich versuche den gerade hier so genau. Ich weiß nicht wirklich, ob das in irgendeiner Form funktionieren wird, aber hey. Tja. Jetzt haben wir nämlich unser kleines Problem hier schon. Grunde. Aha. Sekunde. Wenn ich den jetzt hier noch so rüber. Den hier. Und den so. Und den kann ich dann bis da hinten rüber. Ja. Geschickt. Nein. Oh, die Steuerung macht mich bekloppt. Schade, dass das echt. Es müsste einfach ganz normal aus der Vogelperspektive sein und nicht so halb schräg. Das nervt doch. Okay, das ging schneller, als ich gedacht hatte. Gut. Hat funktioniert, okay. Gut. Hat er gerade irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie war ich gerade irritiert. Da hat's irgendwie, war da gerade so Sand aufgeflogen. Ich dachte, da wäre so ein Monster. Okay, wie weiter geht's? Oh je. Ja. 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 Klappt hier ja gerade schon mal wundervoll. Ich drehe das einfach mal so ein bisschen rum. Ich weiß noch nicht genau, was das bringt oder wie ich das genau mache. Aha, hier geht der eine schon mal rein. Das ist doch hübsch. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten auch noch irgendwie reinkriegen. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Ich glaube, wir machen das eher so rum. Habe ich jetzt gerade mal so entschieden. Ja, wenn ich es nur hinkriegen würde, das Ding richtig darüber zu kriegen. So. Oh, immer, weil ich den nicht wieder wegkippen will und deswegen gehe ich immer ein bisschen zu weit. Bisschen zu weit hoch oder so. Okay, irgendwie. Meine, das Ding dreht sich, aber irgendwie dreht es sich nicht ganz in die richtige Richtung, in die ich es gerne hätte. Vielleicht hätte ich das doch von vornherein einfach in die andere Richtung drehen sollen. Ich mache jetzt erstmal einfach so weiter. In der Hoffnung, dass hier gleich irgendwas passiert. Bei dem anderen funktioniert es auch einfach irgendwann. Aber irgendwie wird das hier nichts. Wartet mal. Ja. Vielleicht, ich glaube, ich muss den da hoch machen. Erstmal wieder. Nein, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich versuche es einfach. Hat bisher ja ganz gut geklappt. Und das könnte zwar eine Weile dauern, aber. Jetzt habe ich gerade. Ah, warte mal. Ich hab gerade was gesehen. So.
Man muss ja kreativ sein, ne? Und wenn der eine nicht da rein will, sondern da rein, dann machen wir es einfach andersrum. Genau. Okay, das hat funktioniert. Sehr schön. Da schon wieder, immer dieser Sand. Ich glaube, das sind nur meine, Dingens, die sich dann wieder verziehen. Aber, oh je. Oh weh. Oh weh. Ich schätze, obwohl ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ich schätze, die muss ich erstmal so auseinanderkriegen, dass ich die alle drehen kann. Toll. Toll, Isabel. Genau so nicht. Ja, dann machen wir das nochmal eben so und so. Jetzt darf ich mich nach Möglichkeit nicht so viel verklicken. Beziehungsweise die Steuerung darf nicht so viel rumspacken. Oh, ja. Genau sowas darf nämlich nicht passieren. Aber sowas passiert natürlich trotzdem. Oh, Scheißteil. Okay. Ich keine Ahnung, was ich tue. Ich drehe die gerade einfach mal ein bisschen im Kreis rum. Ich habe mich sowieso irgendwie schon wieder völlig verhaspelt hier. Ah, Scheißsteuerung. So eine dämliche Steuerung. Guckt, ich habe überhaupt nichts gemacht. Aber nein. Dieses blöde Ding muss schon wieder rum. Oh, jetzt ist alles durcheinander. Die hätte ich irgendwie... Weil die kann ich jetzt nicht mehr frei einfach rumdrehen, glaube ich. Scheiße, hey. Geh weg da. Weil die im Grunde von vornherein richtig liegen müssen. Und ich befürchte, wenn ich die jetzt einfach so weiterdrehe, dann ist zwar irgendwann bald einer drin, aber... Nicht beide, so wie ich es gerne hätte. Blödes Ding. Geh da rüber. So. Ja, seht ihr, und jetzt kann ich den schon wieder nicht drehen. Also der muss ich weiter mitdrehen. Ah, verdammte Scheißsteuerung. Ah, nervt das. Gibt's hier nicht irgendwo Reset? Da, wieso dreht er sich immer zweimal? Das regt mich auf. Okay, ich versuche jetzt einfach nochmal rauszugehen, wieder rein und hoffe, dass es dann wieder auf Anfang ist. Das nervt so nämlich tierisch. Ja. Blöde Steuerung, wenn die nicht wäre, ne? So. Eins. Zwei. Oder vielleicht muss ich auch nur den in der Mitte runter machen. Ich drehe jetzt mal links rum, also im Uhrzeigersinn. Geh da einmal rüber, danke. Ich kann nicht so richtig schön im Uhrzeigersinn drehen mit diesen blöden Dingern. Da muss ich mich jetzt im Grunde... So. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie mal zu irgendwas führt, aber... So mit Sicherheit nicht. Blödes Ding. Kommt. Nee, das ist auch wieder blöd. Erstmal muss der da rüber, dann muss der hier rüber, dann muss der hier rüber. Dann kann der hier rüber und der muss hier rüber. Der hier rüber und der hier rüber und der hier. Hier rüber und der. Also ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass es einfach irgendwann passt, wenn man es so im Kreis dreht. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Oh, blödes... Du sollst dich bewegen. Oh, nicht so viel.
Blöde Scheißteile. Oh, ich bin froh, wenn dieses Rätsel vorbei ist und ich es nie wieder machen muss. Ganz ehrlich. Die Steuerung ist so für den Arsch in dieser... Die Perspektivik ist einfach für den Arsch. Weil man nie genau sieht, wo man jetzt noch mit dem Ding hin muss. Weil heutige Videospielhersteller leider immer meinen, man kann nicht einfach ganz normal Vogelperspektive machen, weil das ja zu einfach oder zu langweilig wäre. Oder irgendwas anderes, was überhaupt nicht stimmt. Nein. Oh Gott, nervt das. Wisst ihr was? Wenn ich das nach diesem Part nicht geschafft habe, dann gucke ich gleich in der Komplettlösung nach. Ich habe alle anderen Rätsel selber gelöst, aber irgendwann ist die Schnauze voll. Und das hier gehört dazu. Ganz ehrlich. Vor allen Dingen, weil man das einfach nicht so schön drehen kann. Und es ist mir einfach... Okay. Wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Ich gucke jetzt in der Komplettlösung nach. Ich würde mal sagen, ja. Bis gleich. So. Also gut, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt so ein Komplettlösungsding ausgedruckt. Ich weiß nicht, ich rätsel ja auch gelegentlich gerne, aber irgendwann auch Schnauze voll. Und ich habe keinen Bock, über zwei Parts oder so später noch an diesem blöden Rätsel zu hängen. Vor allen Dingen, weil ich finde, dass das bei 6 Feldern einfach keinen Spaß mehr macht. Okay. Ich schau gerade mal. Irgendwie, okay, Block 2. Okay, wir müssen den hier runterkriegen. Mhm. Block 1 machen wir hier rüber. Block 2 kommt hier rüber. Block Ding jetzt kommt hier rüber. Also auf jeden Fall muss man das Ding schon mal rumdrehen. Block 3 muss nach links. Block 2. Warte mal, das war jetzt Block 2, ne? Muss ab. Okay. Block 1 ist das. Okay. Gut. Block 1. Ich brauche gerade mal eben einen Stift. Block 1. Okay, jetzt bin ich gerade völlig verwirrt. Ich glaube, ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Shit. Block 3. Achso, erstmal Block 3 down, okay. Und Block 1 muss hoch zu C1. C1, ja, C1, das passt. Der hat das so nummeriert, wisst ihr, wie so ein Schachfeld. So werden die, glaube ich. Das Problem ist, ich habe gleich keine Ahnung mehr, welcher Block welcher war. Left to A2, okay, das müsste das sein. Block 1, down to C2. Right to B1. Und up to A1, okay. C1. B2. Okay, und den werde ich jetzt... Okay, den muss ich jetzt noch nach rechts machen. Und dann... Ja, ich glaube, dann ist es auch schon gerade ziemlich einfach, ja. Okay, das ist das dämliche Rätsel gewesen. Und ich habe, sagen wir... Mein Ego leidet nicht darunter, dass ich danach geguckt habe. Das hätte Ewigkeiten gedauert, weil wenn man sich da vertan hat, dann saß man teilweise auch einfach fest. So. Fertig. Was haben wir hier?
Du hast einen königlichen Ring erhalten, ein legendärer Ring, der schon seit Generationen weitergegeben wird. Sieh dir diesen Schatz in deiner Sammlung an. Wir haben es geschafft, Link. Wir haben das Puzzle vollständig gelöst. Allerdings wüsste ich gerne, wer auf solch eine Idee kommt. Ja, das wüsste ich manchmal auch sehr gerne. Oh ja. So, vorsichtig über die Brücke. Wir wollen nicht nochmal zurücklaufen. Da haben wir... Du hast einen großen grünen Rubin erhalten. Er ist 100 Rubine wert. Schön. Geld können wir mal gebrauchen. Okay, dann mache ich jetzt auch erstmal einen Cut. So. Und im nächsten Part gehen wir dann noch ein bisschen wieder Zug fahren. Und ich hoffe, dass die Sidequest funktioniert. Aber ich erzähle euch im nächsten Part noch, warum ich die Befürchtung habe, dass sie nicht funktioniert. Also, wir sehen uns da wieder. Adios!